Theoretisch, du bist schwul und darfst über dich selber, über deinesgleichen Witze machen. Okay. Du bist Nazi und darfst über deinesgleichen Witze machen, oder was? Was ist das für eine Logik, Mann? Nazi ist nicht das gleiche wie Deutsch. Also, ne, das muss man ja auch mal immer wieder den ganzen anderen... Oh. Oh, Karl. Nein, Karl, nein! Ich wusste nicht, dass ich auf Karl warten muss hier in dieser Mission. Oh, Mann. Na gut, Das ist sein Haus, in dem du gerade von mir erschossen wurdest. Thanks for playing. Wurde der angeschossen? Nein. Ich weiß auch nicht, aber das, die sehen hier alle so ein bisschen so aus, als wenn sie gelitten haben in der Zeit. Du hattest eine Aufgabe, du durftest eine Person nicht erschießen. Hm, nun ja, ja. Aber wo? Ja, erzähl mal kurz weiter, stellen wir gerade hier die Steuerung zurecht. Ja, vor allem das Ding ist ja, ich gehe immer von dem aus, schieß erst auf mich, dann schieß ich zurück. Mhm, ja, es war so instinktiv so, oh, da steht jemand, boom, rein. Das ist so ein bisschen Quake-Reflex. hier schreibt Bot Awesome, jeder hat ein Recht auf Diskriminierung. Aha, das und ist das Fakt. Ist, finde ich, eine richtige Philosophie. Silophosie. Philosophie. Weil ich handhabe das selber so, man muss auch über sich selber lachen können. Das stimmt. Und wenn man das nicht kann, dann ist man auf Tumblr. Und hat einen Blog. Moment, ich habe auch auf Tumblr einen Blog. Den befüttere ich zwar nur mit Instagram quer Shares, sagt man da dazu so? Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Mach deine Maus, hat geklemmt. Mann, deine Maus hat geklemmt. Achso. Musst du jetzt alles wieder von vorne machen, das ist ein bisschen ätzend. Ich finde, er hat es genossen. Es gibt... Er hat das immerhin nicht kommen sehen und das ist, finde ich, schon sehr human. Hello! Es ist Schnupperzeit. Es gibt hier in diesem Spiel tatsächlich einen Snooper-Rifle. Ich finde den Begriff Snooper unglaublich geil. Ich weiß nicht warum. Was ist das? Ich weiß nicht, es wird mit Doppel-O geschrieben und das ist nur geil. Oh, ich werde gleich sterben, wenn ich Wieso? So dumm spiele. Weil ich so dumm spiele, also nein. Nee, aber was ist ein Snooper? Also ein Sniper. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Die Rifle heißt Snooper-Rifle. Okay. Und das ist so eine schallgedämpfte Sniper-Pistole und ich glaube... Okay. Ja. Oh geil, ich habe eine Thompson. Wieso hatte ich die ganze Zeit davor nicht? Oder hatte ich sie doch davor? Vielleicht. Okay, das Ding ist, die Thompson ist eigentlich scheiße, weil du für die keine Munition kriegst hier in Schland. So, deswegen macht es eigentlich mehr Sinn, die MP40 zu benutzen, aber die Thompson hat einen geileren Sound. Zieh dir das mal rein. Das ist also ich mag die Thompson... aufgrund des Kultfaktors ja auch sehr, vor allem weil es so die typische Mafia-Waffe ist, auch wenn sie hier nicht das klassische das ist nicht die Trommelmagazin. Genau, ja. Aber ja, in jedem Zweiten Weltkriegsspiel macht es Sinn, zu dem deutschen MP... Was ist es dann? MP8? MP40. Oder MP40? Das ist MP40, es gibt auch ein MP44, aber das ist nochmal was anderes. Das wird nach dem Kaliber bemessen wahrscheinlich. Nee, nach dem Jahr, wo die rausgekommen sind. Echt? Ja, ja, 1940, 1944. MG42 gibt es auch hier in dem Spiel. Also, ich meine, dass es das Jahr ist, in dem die rausgekommen okay, sind. Okay, um jetzt auch ein bisschen zu glänzen mit Waffenwissen. Ja. Wo ich früher deutlich besser war. Ja. Marschieren die, im der Geist. Der Begriff 0815 in unseren Reihen kommt daher... Das war nicht die englische, das war, glaube ich, auch eine deutsche Standardwaffe. Ja. Mit dem Begriff 0815 war eben der Modellname. Und die wurde so oft produziert, dass sie sich irgendwann dazu gewendet hat, dieses 0815. Ich rette dich, Dirndl, Frau, ich werde dich retten. Dass es sich dahin gewidmet hat, dass es im Grunde komplett normal und nichts Besonderes ist. Daher kommt dieser Begriff 0815. Das ist ja witzig, ey. Das ist im Grunde dieser Waffenmodell, weil es eben da die Sand am Meer gab. Und dazu gibt es ja auch noch die großbritannische oder englische Waffe. Großbritannisch. Großbritannisch. Ja. Englisch, ne? Ja, ja. Britisch, kannst du auch sagen. Die haben ja eine Waffe gebaut, die irgendwie...
ein Pfund gekostet hat. Die war komplett billig produziert. Aus Pappmaché oder was? Das war eine Waffe, die war auf das Allernötigste reduziert und die war so günstig zum Herstellen, die hat fast nichts gekostet in der Produktion. Der Trabi unter den Waffen. Ja. So. Mhm. War ein komplettes Massenprodukt, weil das war halt der einfachste Stahl und war auch von der Form und von den Bestandteilen so einfach gebaut, die bestand aus einer Handvoll Einzelteilen. Pappmaché und Liebe. Ja, es war halt einfachstes Metall. Ich weiß noch nicht, ob mal Stahl war. Und die sah ähnlich aus wie diese deutsche Kruger. Okay. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht weiß der Chat zufällig, welche ich meine. Ich bin schon nicht mehr so ganz im Zielen. So gut ich sein tun. Ja, da war wohl Alkohol im Spiel. Nein, Martinus. Martin. Das war eigentlich ein super Slogan für Bier. Es ist kein Bier, es ist ein Martinus. So, hi Karl, ich habe dich diesmal nicht abgeknallt. Jetzt mach mal Hände hier. Willst du nicht quicksaven? Ja, ich mach das mal. Karl. Das ist jemand von Twitch. This is great, this is excellent. Let's do this, Karl, ja. Er ist ein bisschen klein, kann es sein? Oder wir sind ein bisschen größer wie er? Ich glaube, das ist allgemein hier so in dem Spiel. Man, hast du jetzt eine Jacke bekommen? Ja, ich habe so ein bisschen Armor bekommen und so eine schallgedämpfte, überhitzende Sniper-Knalle. Also so ein MG, was überhitzt, aber dafür schallgedämpft ist und ewig braucht zum Nachladen. Das ist so ein bisschen so... Die ist aber dafür sehr präzise, das kannst du von Weitem benutzen. Warte mal, war's das? Ich dachte, das geht hier jetzt irgendwie weiter. Junge, ich brauche aber ein bisschen mehr als nur so eine Knarre und so. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach dieser britischen Waffe. So ein Ausgang wäre ganz nett irgendwie in dem Level. Sage ich jetzt mal so ganz spontan. Ist das hier der Ausgang? Ah ja, okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? War das hier so? Na, komm, Putt. MP40. Das war hier, ne, irgendwie? Ja, genau. Okay. Das sieht schon mal sehr fast gut aus. Ich dachte, es geht hier weiter, okay. Okay, kurze Geschichtsstunde. Ich habe es jetzt Wikipedia mal googeln lassen. Wikipedia. Ich habe Google und die heißt die Sten Gun. Ja, genau, das ist die. Die Sten, diese schallgedämpfte. Und es wurden 100.000 Stück produziert im Zweiten Weltkrieg. Ist das viel oder wenig für den Zweiten Weltkrieg? Ich würde behaupten, es ist sehr viel. Okay. Weil das ist ja nur von den Briten aus. Ja, stimmt. Und es ist ja ein kleiner Zeitraum, also würde ich behaupten, es ist schon relativ viel. Für die Briten wahrscheinlich schon, ja. Keine Ahnung, für die Amis ist das wahrscheinlich wenig. Maschinenpistole und ich weiß auch gar nicht, woher ich diese Informationen als erstes wusste, wahrscheinlich irgendein YouTube-Video, die das mal behandelt haben. Finde ich aber auf jeden Fall interessant. Und 420 Meter pro Sekunde, das kann ich jetzt nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. 420 Meter pro Sekunde, was? Ich suche jetzt eigentlich nur nach dem Preis. Preis? Nach dem Preis, was die genau gekostet hat. Kaufpreis. Ja. Willst du dir jetzt so eine Stand kaufen? Nein, Herstellungspreis. Ah, hier geht's weiter, genau. So war das. Das muss man sich auch mal vorstellen. Was ein Maschinengewehr für eine Schussfrequenz hat. Die hatte 520 bis 550 Schuss pro Minute. Oh, shit. Oh, das ist genau die falsche Waffe für diese Situation. Glaubst du? Ja, okay, egal. Karl wird mir das schon verzeihen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. 520 Schuss pro Minute. Das teilt man jetzt durch 60, dann hat man den Sekundenwert. Das heißt, wenn du das nur antippst, den Anzug, hast du schon 3-4 Schüsse verblasen. Und das Modell hier in dem Spiel ist auch noch schallgedämpft. Also das ist wahrscheinlich verständlich, dass die so krass überhitzt nach ein paar Sekunden. Ja. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht absoluten
Bockmist erzählt. Aber der Chat durch meinen Mod-Job fast einen ganzen Tag. Ich kann euch nicht folgen. Was? Okay, was auch immer. Fand es aber auf jeden Fall sehr interessant, dass es halt wirklich Ingenieure gab, die sich damit beschäftigt haben, wie man Waffen günstig herstellen kann. Naja, muss ja, ne? Schnell und günstig. Vor allem, ja, ich meine, eine Waffe funktioniert ja im Grunde immer gleich, ne? Wenn man die could we do? It was an order from Helga, no less. Is someone there? Wir haben uns, geh mal kurz auf Einstellung und auf Shortcuts, nicht da, auf Einstellung allgemein. Ups, Abbreche, Einstellung. Wir haben euch gehört, danke für den Hotkeys. Hotkeys, ja. Genau. Ganz nochmal runter. F9. Da, wo halt das eingetragen ist. Da. F10 stumm, aber... Das ist Desktop Audio, Mix, Akku und da ist F9. F9 ist auch stumm, ja. Da machen wir das auf. 11, etwas für Camps. Okay. Das auch. 11. Und anwenden und okay. Ja. Okay. Gut. Denn F9 ist ein ziemlich wichtiger Knopf in diesem Spiel, leider. Ja, ja. Ich spiele zu selten Quick-Load-Spiele. Ja. Das wird halt relativ schnell, relativ schwer. Deswegen bin ich so ein bisschen. Also, von Tonproblemen kann man hier nicht quatschen. Das war einfach nur. Es macht mir nur Sorgen, dass ich
dass die Leute das ersetzen. Wie weit sind wir hinten dran? Ja, ja, 20 Minuten? Ja, vielleicht stimmt das mit diesem Like und so ein Shit, ne? Ja. Und die Sniper hier sind einfach. Ich glaube. Wir sind sehr leise. Ich kann das ja, dass wir das falsche. Vielleicht müssen wir nochmal raustappen. Ja, das machen wir nochmal. Muss das untere anmachen. Das hier? Ja. Okay. Das klar, und das obere aus. Und das obere aus. Das ist zwar doppelt, aber das untere hat noch so einen Game-Verstärker. Okay. Jetzt sollte alles wieder gut sein, liebe Leute. Macht euch keine Sorgen. Ja. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist dieser Sniper hier, der mich mit einem Schuss absnipert. Und ich habe an so einer Stelle gespeichert, wo ich glaube ich nicht so ohne weiteres rauskomme. Glaubst du? Awkward. Auweia. Ja, ja, wir haben alles, naja, ihr werdet es schon selber merken, dass wir euch gehört haben und alles super ist und... Das ist halt schon scheiße, muss ich sagen. Kann ich irgendwie sagen... Nein, ich komme hier nicht so ohne weiteres raus. Es ist wunderbar. Kann ich ihn ablenken? Nein, der Sniper ist zu gut. Das ist ja richtig dumm. Mhm. Deswegen haben sich alte Spiele einfach nicht durchgesetzt. So, warte mal. Ich guck mal. Kann ich hier so... Ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Selbst, dass man sich um die Ecke lehnen kann, wie oft ich das heutzutage vermisse. Manuell um die Ecke lehnen. Ja. Ich will. Nicht, wann irgendeine Ecke meint, wie bei Battlefield, das machen zu können. Oh, okay. Gut. Nein! Ich muss zwischen den Schüssen springen. Okay, aber ich kann ihn auf jeden Fall aus der Affäre locken. Schieß. Schieß, Junge. Aber das ist schon richtig. Yes. Speichern. Bitch. Okay, wir werden so jetzt jeden Zentimeter uns vorankämpfen. Ja, solange ich noch so wenig HP habe, ist das echt leider die Art, wie wir das machen müssen. Aber das Level ist gleich vorbei. Hier im Friedhof geht es schon wieder weiter so. Und zwar müssen wir hier ins Mausoleum rein. Ist hier ein Nazi gewesen? Hallo? Nein. Nein, okay. Aber hier geht's rein. Und hier wird. Der Messer ist einfach kaputt. Es gibt auch eine bessere Art, das zu tun. So. Diese Stielgranaten habe ich ja auch nie verstanden, was an denen geil sein soll. Na, die haben Stiel. Wie Eis am Stiel. Das ist auch geil mit Stiel. Ach so. Macht man sich die Finger nicht schmutzig. Das ist wahr. Keine Ahnung. Ist aber auch ein bisschen unpraktisch, weil sie mehr Platz verbrauchen wie normale Granate. Ich weiß auch nicht genau. Oder man hatte Angst, ich könnte höchstens sagen, sie sind besser zum Werfen. Ab jetzt gibt es in dem Spiel dieses Element von Mystik und so ein Scheiß. Ab jetzt wird das Spiel so richtig so, wow, was? Es ist nicht einfach nur ein Zweiter Weltkriegs-Shooter, sondern es ist so mit diesem... Ja, das ist ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Ja. Gleich kommt das beste Level, schreibt Tago. Es ist eines der besten Levels. Jetzt haben wir noch drei Zuschauer. Es ist super creepy. Also damals habe ich mich richtig in die Hosen geschissen, so bei diesem Level hier. Wir haben wieder 21 Zuschauer. Mhm. Ja. Aber immer noch 10 Likes. Essen da, yay. Geil. Hier schreibt ein Name, den ich nicht auszusprechen. Wie wäre es mit Rennspielen? A la Dirt Rally. Da ist die Frage, hast du heute Morgen nicht zugeguckt? Da habe ich nämlich tatsächlich Dirt gespielt. Dirt Rally. Ich habe von Rennspielen ehrlich gesagt nicht so den Plan. Ey, dieses Level, das macht mir jetzt schon wieder Schiss. Ich habe das Spiel seit 10 Jahren nicht mehr gespielt, gefühlt. Und das macht mir jetzt schon wieder Schiss. Ich meine, guck dir mal diesen Scheiß hier an, so, ne? Hier sehen wir zum ersten Mal so diese Zombies und so. Aber die haben ja Nahkampfwaffen, du hast ja... Ja, aber du glaubst nicht, wie viele Kugeln die fressen, diese Typen. Die können richtig einstecken. Deswegen warte ich hier schön ab, bis sie alle Nazis gekillt haben oder bis die Nazis alle Zombies gekillt haben. Und dann verschwende ich erstmal Munition, weil alles andere wäre absurd. In dem Level gibt es nicht so viel Munition tatsächlich. Man muss immer darauf aufpassen. Oh shit, oh oh oh. Oh nein, oh nein. Diese Typen müssen als erstes dran glauben, weil die spawnen so Totenköpfe, die auf einen zufliegen. Also einfach bei Doom geklaut. Ja, ja, und die hier haben ein Schild. Wenn ich gegen den Schild schieße, dann fliegen die Kugeln wieder auf mich zurück. Deswegen muss ich ihn auch schön auf die Beine schießen. Unter ein Schild durch, so mäßig. Und diese
Pisser. Wo ist er denn hin? Habe ich ihn auch erwischt? Ich dachte, ich wäre noch so ein Typ, der Schädel spawnt. Naja. Auf jeden Fall, das ist unglaublich creepy für mich gewesen damals, als ich dieses Level gespielt habe. Ich dachte so, ey, what the fuck, was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel, Mann? Was macht das mit mir? Ja, aber das ist eigentlich der Moment, ab dem dieses Spiel nur noch geil wird, so. Ab dem man so glaubt, okay, shit. So, das ist mehr als ich erwartet hätte, so. So, schön auf die Beine schießen, damit diese dummen Mumien hier... Oh, boah, dann verpiss dich, Junge. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe schön meinen eigenen Schuss kassiert, weil ich ihn auf dem Schild getroffen habe. Das ist ja richtig... Das ist richtig hinterhältig, so. Und die sind nur dann offen, wenn sie angreifen. Also nur dann haben sie irgendwie... Nur dann können sie getroffen werden. Das ist ja schon fast wie Dark Souls, wo du erst da rangehen musst, warten, bis er schlägt, zurück und dann schießen. Ja. Und das ist halt schon krass. So, hier sind so gescriptete Sequenzen und so. Die Nazis laufen weg in diesen Katakomben und die Mumien kommen an, um sie alle zu killen. Das ist schon echt nicht ohne hier. Das ist fast Half-Life-Niveau so. Und auch die fressen halt die Leichen und so einen Scheiß. Tatsächlich habe ich das Spiel nie so weit gespielt, aber es ist sehr interessant, dass das da... Das ist nur Hammer, ey. Und ab jetzt hast du beide Elemente teilweise parallel. Mal hast du solche Levels, mal hast du so diese klassischen Zweite Weltkrieg-Levels und mal hast du beides zusammen und das ist einfach nur geil. Hier war ein Schalter. Gibt es auch dieses, also ich meine, in Wolfenstein für die PS3 und Xbox hattest du ja dieses, du kannst die Zeit verlangsamen, hattest also diese mystischen Fähigkeiten auch. Mm, das gibt's hier aber nicht, du bleibst bei diesem, läufst rum und schießt. Ja, das ist, dieses Spiel hat noch nicht diese ganzen fancy Geschichten mit, finde ich aber auch angenehm, weil dann weißt du, woran du bist. Es ist halt sehr klassisch und sehr oldschool. Du musst halt bedenken, das Spiel, was davor kam, das war ja Wolfenstein 3D. Das ist ja der Nachfolger von Wolfenstein 3D. Und da gab es noch nicht so viele fancy Open-World-Kack und so. Das ist ein reiner Ego-Shooter. Du läufst rum, ballerst Zombies und Nazis ab. Was will man mehr? So? Wenn man bedenkt... Oh. Ich würde ja sagen, früher war es einfacher, den nächsten Sprung zu machen. Aber sowas wie Castlevania oder so hat halt gezeigt, dass der Sprung von einem 2D auf ein richtiges 3D halt auch nicht so einfach ist. Ja, stimmt schon. So, drei Sachen würde ich beantworten wollen im Chat. Was zeige ich als nächstes in Game Plus Daily? Sofern alles gut läuft, Recore nächste Woche, Mittwoch. Mhm. So steht es auf jeden Fall im Plan. Nur habe ich noch dieses Spiel noch nicht in meinem Besitz. Und es kommt erst am Freitag offiziell raus. Oh, okay. Das heißt, im besten Fall Recore. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil mich das doch sehr interessiert. Dann, was haben wir noch? Wir beide sollen Sonic All-Star Racing Transformed spielen. Ist ein gutes Spiel, würde ich auch machen, ey. Das hätte ich sogar da. Was war noch? Ist echt ein gutes Spiel. Da habe ich sogar mal so einen kleinen Mini-Wettbewerb gewonnen. Auf dem Animationsfestival in Stuttgart. Das war nur so eine Runde so irgendwie. Und wir haben gegen irgendwelche Teenager gewonnen. Da haben wir so einen dummen Sonic-Hut gewonnen damals. Das war witzig, ey. So. Und jetzt noch der beste Kommentar mit der schönsten Grammatik. Was ist das nur für ein Spiel? Das ist ein geiles Spiel. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, der Gag ist, glaube ich, dieses 1, weil es komplett in Kapitelchen geschrieben ist. Das ist ein krankes, abgefucktes Spiel, was heutzutage vielleicht gar nicht mehr so die Chance hätte, so rauszukommen in der Form. Ich fand den einfach nur von dem grammatikalischen... Ich mag Grammatik. Grammatik. Ich hatte schon erzählt, dass ich Deutsch LK hatte, also... Leistungskurs? Leistungskurs, ja. Achtet schön auf eure Grammatik, Kinder. Ich habe auch Goethes Faust gelesen, leider. Ja, ganz ehrlich, kann man sich geben, einfach nur um zu sagen, dass man es mal gelesen hat, so, oder halt. Ja, aber das ist ja der Pudelskern. Genau, so. Mehr weiß ich von Faust nicht, doch, dass er einen Vertrag mit dem Teufel macht, um ewig zu leben. Ja, und dann merkt er, dass es doch nicht so geil ist, wie man es sich vorstellt. Moment, aber darin habe ich keine Aktie. Alter, wie wenig Energie kann man bitte haben? Ich weiß nicht, ob ich das speichern sollte. Ich es ist tragisch. Ich bin komplette Deutsch-Niete.
Ich bin so 5er-Schüler, 4er, 5er-Schüler Deutsch gewesen. Dafür ist es bei mir in Mathe eher so. Ich hatte in Mathe eine 5 minus immer. Okay, dann bist du so jemand. Dann bist du jemand, der Sprachen kann, aber keine Mathe. Genau, das ist so mein Style. Okay. Ich war relativ gut in Mathe. Relativ. Mhm. Ich bin bis heute überrascht, dass ich meine Fachhochschulreife in Mathe-Prüfung mit einer soliden 2 abgeschlossen habe. Okay. Weil ich halt das letzte Mathe-Thema, was wir hatten, überhaupt nicht gerafft habe. Das war... Ich nenne ihn Jürgen, den Kobold. Den hier. Ist es Vektor? Ist es Vektorrechnung? Also Berechnung im dreidimensionalen Raum. Obwohl ich eigentlich relativ gut bin. Oh fuck! Oh Gott, oh nein! Das war nicht so gut. Das war richtig schön dumm, aber gut. Ich habe scheinbar Faust gespoilert, obwohl das der ganze Aufhänger des Geschehens ist, aber okay. Ja, komm. Wobei man mal sagen muss, kann man eigentlich gespoilert? Man kann ja nur sagen Spoiler, indem man das Ende auch weiß. Also das ist Ende, der sagt, ey, das ist ein Spoiler, der spoilert. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Aber das Ding ist, ich habe selber vergessen, wie Faust zu Ende geht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es auch nicht, ich habe es nie gelesen. Ich weiß nur, dass es zu Ende geht und das war gut, dass es zu Ende ging. Aber ich habe Senatten in Krücke. Nee. Markise von O oder so ein Scheiß? Krücke habe ich gelesen. Krücke? Krücke. Wie jetzt? So einfach Krücke, so wie das... Ich glaube, der heißt... Ich wollte sagen Senatten in Krücke, aber das ist der Film und Senatten in Krücke. Mit Bud Spencer. Nee, Krücke ist so ein Zweiter Weltkrieg, Juden, wir werden alle vergast, Ding. Die. Was ich eben auch nicht verstehe, warum liest du sowas, wenn ihr das nicht in Ordnung findet, aber dann euren Kindern sagt, hey, liest doch einfach Juden vergast. Naja, das soll, das ist sensibilisieren so wie, oder was? Ja, ich glaube schon und das ist so ein bisschen so wie Grimms Märchen, es ist hart so, aber wenn du das mal so... in den Kopf bekommen hast, dass das echt mal passiert ist und so, was ja durchaus keine schlechte Message ist, so von Dinge, weil es ja halt echt passiert ist. Ja. Genauso wie diese Zombies, die sind auch alle echt. Das ist alles hier basierend auf wahren Begebenheiten. I don't argue with you. Nazi-Zombies. You're always right. Und so, Nazi-Zombies auf Dinosauriern. Kann man schon mal bringen. Hier, Heinrich hat's auch abbekommen, der Arme. Der heißt alle Heinrich. Ja, oder alle Wolfgang. Heinrich. Oder, ja, Wolf, Peter, Dieter. Und Zwickau. Keine Ahnung. Deutsche Namen hintereinander gereiht. 3-4 Stück am besten. Auch dieses Doppelnamen-Ding irgendwie, das kenne ich auch nur so von hier aus Deutschland. So. In Russland gibt es gar nicht so mit so Doppelnamen. Hans. Kommt drauf an, also die Tschechen haben das glaube ich auch sehr gerne. So, wenn ich bedenke, wie mein Vater, wie viele Namen der hat. Okay, also so auf Nummer sicher zu gehen, so mit dem doppelten, dreifachen Namen. Ich verstehe das auch nicht, weil ist es, wenn der eine Name mal verstirbt oder so, oder... Wenn der eine Name mal verstirbt, was? Was, what the fuck? Ja, ich weiß auch nicht, also lustigerweise haben meine beiden Eltern zweiten oder auch Namen. Okay. Also meine Mutter heißt Angelika mit Zweitnamen. Also das steht glaube ich auch, doch das steht in ihrem Pass, daher weiß ich's. Und mein Vater heißt... Die sind auch cool, oder beziehungsweise gefährlich. Das sind so Feuerspucker, richtige Arschlöcher. Die muss man schnell killen, weil sonst fackeln die einen ab. Und mein Vater heißt glaube ich Peter Radula Robert Socek. Alter, jetzt... Mit kompletten Namen. Meine Fresse, okay. Naja, was muss, schätze ich. Aber... Oh, fuck. Ich weiß auch nicht, wo... Ich könnte... Das Einzige, womit ich mir das rational erklären kann, ist... Okay, man soll im Namen wissen, was die Vorfahren sind, dass sie nicht vergessen werden oder so. Ja, dieses vom Vater abstammen und so, das ist ja dieses O'Neill, MacLeod, was weiß ich. Ja, dieses so. Mac ist ja Sohn von, dafür steht Mac. Genauso wie im Russischen, dieser zweite Name zum Beispiel, ich bin Michailowitsch, weil mein Vater Michael ist, deswegen Dmitri Michailowitsch und so. Wurde eigentlich euer Name geändert, als ihr nach Deutschland kam, weißt du das? Naja, übersetzt, aber nicht geändert. Übersetzt, ja. Schlecht übersetzt. Sehr schlecht. Okay. Aber halt geändert nicht. Ich wurde jetzt nicht zu Dieter gemacht. Also ich finde selbst dieses Übersetzen schon scheiße, ehrlich gesagt. Ja, aber wie sollen die das denn machen, wenn die nicht die Buchstaben dafür haben zum Beispiel? Ach so. Wenn die das so umschreiben müssen mit
was weiß ich, KH, CH oder so. Die haben ja kein K im Deutschen, die haben ja nur ein H. Eine CH. Ja, CH ist auch dumm, weil das könntest du Tsch oder H oder Sch oder was weiß ich, wie auch. Das heißt, man kann das russische Alphabet nicht, also das hat Buchstaben, die... Nicht 1 zu 1, nö. Okay. Hat es einfach nicht. Und das ist halt. Habt ihr da mehr oder weniger Buchstaben? Ich weiß es gar nicht. Dann lernt ihr jetzt heute mal im Stream noch was. Ja, ja. Also, das würde ich, um ehrlich zu sein, lieber Wikipedia fragen. Ob man. Ich glaube mehr, weil wir so ein paar Zeichen extra haben. So Weichheitszeichen und Hartheitszeichen. Aber die Deutschen haben. Also, ich sag mal. Umlaut würde ich mal. Also, sowas. Wie jetzt zum Beispiel. Ein Akzent im Französischen. Ja, ja, genau. Ich kann ja noch nicht immer sagen, wie das auf anderen Sprachen heißt, weil ich habe ja in meinem Namen habe ich ja auch so ein umgekehrtes Dach. So. Auf dem C. Ach so, deswegen ja. Ist ja. Oh, aus dem C wird ein Tsch wegen diesem Dach.